B2.3. Für die Strecke OP gilt, die Länge von OP ist 0,6 mal die Länge von RQ. Berechnen Sie die Längen der Strecken MG und OR. Und die Ergebnisse sind auch angegeben mit MG gleich 3,9 und OR 2,8 cm. So, erster Schritt, OP berechnen. Hier steht ja im Prinzip dran, OP sind 0,6 mal RQ. Das lässt sich ohne Probleme berechnen. Also OP ist gleich 0,6 mal RQ. Und RQ ist jetzt nicht besonders schwer herauszubekommen, steht unter 2.0 als Angabe mit drin. RQ sind 5,2 cm. Dann einfach einsetzen, ausrechnen, gibt es für OP eine Länge von 3,12 cm. So, was können wir damit? OP können wir gleich auch hier eintragen, sind 3,12. Okay, das ist alles bisher bekannt. Jetzt geht es weiter. Die Aufgabe ist ja für Punktewert, das heißt, man muss noch ein bisschen was berechnen, und zwar die Strecke MG und die Strecke OR. MG liegt, jetzt nehme ich mal eine andere Farbe, damit man es besser sieht, ist dieses Teilstück hier. Das soll man berechnen. So, wie kommt man jetzt drauf? Vielleicht sieht man an der Stelle schon, was hier vorhanden ist, nämlich ein kleines Dreieck und ein großes Dreieck. Ja, die hinteren Seiten liegen parallel zueinander und damit kann man sich vielleicht schon denken, was kommt, nämlich der Vierstreckensatz oder Strahlensatz. Man kann es allerdings auch über ein 2-mal-Tangens genauso ausrechnen. Funktioniert auch, wenn man keine Lust auf einen Vierstrecken- oder Strahlensatz hat. Also, hier brauchen wir den, um es einfach zu machen. Schauen wir es uns an, wie die Dreiecke zueinander liegen. Wir wollen MG berechnen. Also MG ist die Höhe in diesem kleinen Dreieck. Also Höhe vom kleinen Dreieck geteilt durch. Und jetzt im Prinzip gilt, klein zu groß ist gleich klein zu groß. Also Höhe vom kleinen Dreieck geteilt durch Höhe vom großen Dreieck. Ich schreibe es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Nochmal. MG vom kleinen Dreieck zu MH vom großen Dreieck verhält sich wie, und jetzt brauche ich wieder eine Seite vom kleinen Dreieck geteilt durch eine Seite vom großen Dreieck. Und das sehen wir ja schon, OP ist jetzt bekannt und RQ ist bekannt, also klein geteilt durch groß. So, bekannte Größen einsetzen. MG wollen wir berechnen. MH waren 6,5 cm aus der Angabe. OP haben wir gerade berechnet mit 3,12 cm. Und RQ ist auch aus der Angabe bekannt mit 5,2 cm. Entweder solvern oder per Äquivalenzumformung umformen. Wir kriegen diese 6,5 aus dem Nenner, indem wir mit 6,5 multiplizieren. Ja, ein Bruchstrich ist nichts anderes als geteilt und dann brauchen wir einfach die Umkehrrechnung. Das heißt, MG ist gleich 3,12 geteilt durch 5,2 mal 6,5. Das kann ja jeder Taschenrechner ausrechnen und das sind dann die gesuchten 3,90 cm. Okay, MG wäre damit schon berechnet. Als nächstes erfordert die Aufgabe, schauen wir einfach nach, man muss nur OR berechnen. OR ist dieses Teilstück hier. Und jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da drauf? Naja, ganz ähnlich. Nämlich OR ist ja nichts anderes als die komplette Strecke MR minus das Teilstück MO. Ja, wenn ich MR nehme und MO abziehe, bleibt genau der grüne Teil übrig. So, jetzt brauche ich entweder MO oder MR, um das beides zu berechnen. Wir suchen nach Dreiecken, in dem diese Größen drin liegen. Dann fällt zum Beispiel auf, die Strecke MR liegt im Dreieck MHR. Das hier ist rechtwinklig, ja, weil es heißt ja, die Strecken OP und RQ liegen parallel zueinander und die DM auch. Die DB, ja, DM, DB liegt auch parallel zueinander, also da die Strecke MC
senkrecht zu dB liegt, weil die Diagonalen in der Raute liegen immer senkrecht zueinander, also hier ein rechter Winkel drin ist. Deswegen müssen auch bei den beiden anderen, bei der OP und bei der RQ, rechte Winkel drin liegen, also hier und hier. So, zurück zum Dreieck. Ich habe mein Dreieck MHR. Es ist rechtwinklig. Ich kenne die Strecke MH mit 6,5 cm. Ich kenne die Strecke HR mit 5,2 cm. Zwei Seiten im rechtwinkligen Dreieck sind bekannt. Die dritte ist gesucht. Hier haben wir wieder einen klassischen Pythagoras drin. Pythagoras fängt immer an mit der längsten Seite. Also längste Seite zum Quadrat ist gleich kürzeste Seite Quadrat plus kürzeste Seite Quadrat. Die längste liegt immer gegenüber vom rechten Winkel, also die Hypotenuse. MR ist also die Hypotenuse und mit der fangen wir dann also auch an. So, ich schreibe es nochmal auf, was wir berechnen wollen. Wir wollen OR. OR ist gleich MR minus MO. Dann wollen wir die MR berechnen. Wir haben jetzt gesagt, mit der langen Seite fängt es an, also MR Quadrat ist gleich, und jetzt haben wir MH Quadrat minus, da kann man so schreiben, RQ war das hinten dran, geteilt durch 2 in Klammern zum Quadrat. Schauen wir uns das nochmal an. MH ist die kürzeste Seite, mh Quadrat mit 6,5 zu Quadrat ist gleich halbe QR zum Quadrat, also 5,2 geteilt durch 2. Setzen wir die bekannten Größen ein, beziehungsweise nicht geteilt. Hier habe ich noch ein mr Quadrat stehen, das Quadrat muss noch weg. Man kann es entweder mit dem Solver lösen oder man zieht noch schnell die Wurzel daraus. Dann folgt daraus, mr ist gleich die Wurzel aus mh Quadrat minus RQ geteilt durch 2 in Klammern zum Quadrat. Jetzt setzen wir ein, MH waren 6,5, also 6,5 zum Quadrat, minus 5,6 geteilt durch 2 in Klammern zum Quadrat. Und das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen, kommt raus eine Länge von 7,00 cm. So, MR ist damit bekannt. MO müssen wir noch berechnen. Schauen wir es uns nochmal an. MO ist das kleine Teilstück. Mache ich mal das blaue nochmal weg. Hier dieses lilane Teilstück. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wieder einen Vierstreckensatz ansetzen, weil ich kenne ja MR, also die Länge vom großen Dreieck. MO, die Länge vom kleinen Dreieck, ist unbekannt. Aber dafür kenne ich noch MH, die Höhe vom großen Dreieck, und M. Was ist hier C? Habe ich übermalt. MC, die Länge vom kleinen Dreieck. Also ein Vierstreckensatz würde funktionieren. Oder aber, da ich ja die Strecke OP kenne, ist die Strecke CO auch wieder die Hälfte von 3,12. Damit könnte ich auch nochmal ein Pythagoras ansetzen. Je nachdem, was einem besser gefällt. Ich nehme jetzt einfach nochmal den Vierstreckensatz. Folgt daraus, MO wollen wir berechnen. Ich fange auch immer mit der Seite an, die man berechnen möchte, oder mit der Größe. MO, nochmal hochgehen, die Länge vom kleinen Dreieck geteilt durch die Länge vom großen Dreieck, also geteilt durch MR, ist gleich. So, wenn ich mit klein angefangen habe, muss ich auch im zweiten Teil mit klein anfangen. Das heißt, die Strecke MC, die Höhe vom kleinen Dreieck, geteilt durch die Strecke MH, die Höhe vom großen Dreieck. So, setze ich die bekannten Größen ein. MR hatte ich hier gerade ausgerechnet mit 7 cm. Ist gleich. MC ist aus der Aufgabe bekannt. Nee, die haben wir in 2.1 berechnet mit 5,2 cm. Und MH, das kennen wir aus der Aufgabenstellung 2.0 mit 6,5 cm. So, da muss ich die 7 unten im Nenner wegbringen, also multipliziere ich einmal mit 7 durch. Dann folgt daraus, MO ist gleich 5,20 geteilt durch 6,5 mal 7. Das wieder in den Taschenrechner eintippen und dann kommt für MO eine Größe von 4,20 cm raus. So, und jetzt hier haben wir noch den letzten Schritt. Nämlich, wir wollen ja das OR berechnen, war MR minus MO.
MR haben hier stehen, ist gleich 7 cm minus 4,2 cm und das sind dann 2,80 cm. Und damit sind wir fertig mit der Rechnung.